Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Beauty-Tutorial für Flaconi. Ich bin Yvonne und zeige euch heute, wie ihr falsche Wimpern ankleben könnt. Nur die wenigsten von uns sind mit natürlichen, langen Wimpern gesegnet. Eine einfache Lösung dafür sind Fake Lashes. Wie ihr die richtig anklebt und welche Unterschiede an Lashes es gibt, zeige ich euch heute. Als erstes zeige ich euch die Bandwimpern. Das sind Wimpern, die sind komplett in einem Band. Und das heißt, eigentlich ist das die einfachste Methode, Wimpern anzukleben. Als erstes nimmt man das Wimpernband ab. Man kann das mit Pinzette oder ohne machen. Ich persönlich, wenn ich ein Band klebe, mache es gerne ohne. Ist für mich irgendwie einfacher. Mit meinen kleinen Händchen funktioniert das ganz gut. Wenn man aber natürlich dann mit den Fingern nicht ganz so gut gesegnet ist, kann man auch die Pinzette dazu nehmen. Jetzt teste ich erstmal, passt die Größe an meine Augen? Muss ich da noch was wegschneiden oder nicht? Das probiere ich jetzt mal. Ich bewege das noch mal ein bisschen, bevor ich es ansetze. Nehmen wir mal den Spiegel ran. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Und zwar gehe ich jetzt mal nach unten. Und natürlich, meine natürlichen Wimpern habe ich schon einmal vorgetuscht. Also das solltet ihr unbedingt davor machen. Einmal gebogen, einmal getuscht und jetzt erst die Wimpern draufsetzen. Also passend tun sie, schneiden muss ich nichts, ich habe es gerade ausprobiert. Wenn euch die Wimpern zu groß sind, dann schneidet ihr einfach immer von hinten so ein Stückchen ab. Nachdem ihr die Wimpern probiert habt und euch die Wimpern eventuell zu groß sind, immer von hinten abschneiden. Das ist ganz, ganz wichtig, immer ganz wenig und lieber ein bisschen und dann wieder ein bisschen mehr und dass ihr nicht zu viel wegschneidet. Jetzt nehme ich den Wimpernkleber und tue das direkt aufs Bändchen drauf. Das ist halt ganz praktisch, dass der halt schon so ein Applikator drin hat. Also da gibt es einen Applikator bei dem Kleber mit dran. Und dann kann man das direkt schon gleich auftragen. Dann puste ich so ein bisschen und bewege das gleichzeitig so ein bisschen, dass der Kleber ein bisschen schon vortrocknet. Schau nochmal, habe ich wirklich überall genug Kleber dran? Jetzt müssen wir mal schauen, dass ihr das auch sehen könnt und ich gleichzeitig das alles anmachen kann. Und zwar gehe ich jetzt von hier, ich probiere das mal jetzt so kurz, habe ich jetzt schon dran. Jetzt nehme ich mir doch die Pinzette mal, dass ihr was sehen könnt, sonst seht ihr ja gar nicht, was ich mache. Und schon ist das Wimpernbändchen dran. Auf die andere Seite, damit ihr den Unterschied seht, nehme ich jetzt Einzelwimpern bzw. Dauerwimpern, wie man auch dazu sagt. Und was ganz gut ist bei denen, ist halt, dass man einen ganz natürlichen Effekt hat. Also das Einzige ist halt, man ist ein bisschen schwieriger beim Einsetzen, werdet ihr jetzt gleich sehen. Aber ansonsten ist der Effekt natürlicher und man kann das halt ein bisschen variieren. Man hat das, man kann gucken, wo möchte ich ein bisschen mehr, wo möchte ich ein bisschen weniger, lieber ein bisschen weiter hinten, lieber ein bisschen mehr wie eine kleine Puppe in die Mitte. Also da kann man halt variieren, wie man es möchte. Das ist ganz interessant. Da nehme ich jetzt auch die Pinzette. Ich mache mir den jetzt einfach hier so rein, dann kann ich da so rein tauchen. Ich nehme jetzt hier so eine Wimper, da muss man auch schön aufpassen, dass man wirklich vielleicht die Wimpern so nimmt. Ich zeige euch das jetzt mal ganz genau. Und dann zieht, dann gehen die auch nicht kaputt. Jetzt habe ich diese wunderbare Wimper in meiner Hand, tauche in den Kleber damit. Puste wieder ein bisschen. Und probiere es jetzt so gut wie möglich für euch ranzukleben. So, damit ihr das sehen könnt, baue ich jetzt einmal den Spiegel auf die andere Seite. Und von hier aus könnt ihr gut sehen und ich kann gut sehen. So, dann fangen wir mal an. Das wird jetzt einfach immer hintereinander weg. Ein paar werde ich einsetzen.
Man kann natürlich auch, wenn man möchte, kann man auch ein paar kürzere reinsetzen bei den einzelnen Wimpern oder noch mal ein paar längere. Also man kann das immer variieren bei den kurzen, das ist ganz nett. Mehr würde ich jetzt auf die Seite gar nicht setzen. Wenn ich jetzt noch ein paar kleinere, kürzere hätte, würde ich hier vorne noch ein paar reinsetzen. So, ich baue mir jetzt das Ganze wieder um, dann bin ich wieder bei euch auf Anfangsposition. Ja, das ist jetzt, einmal haben wir hier das Wimpernbändchen, hier haben wir die einzelnen Wimpern. Wie man sieht, kann man hier halt einfach variieren und man kann dann einfach sagen, okay, ich setze da ein und da eine, aber man braucht halt auch eine Hand, die ruhig ist und die halt wirklich auch einsetzen kann. Und bei dem Wimpernbändchen muss man halt nur schauen, dass man wirklich vorne die Wimpern richtig gut anklebt, also lieber ein bisschen länger festhalten und hinten dann wirklich das Ganze auch dran hält, dass es auch wirklich schön austrocknen kann. Ansonsten lösen die sich öfter mal ganz gerne, die Bändchen. Ja, jetzt tusche ich noch mal ein bisschen drüber, damit das alles noch ein bisschen intensiver wird. Bei den einzelnen Wimpern ist das so, wenn man die einmal abgenommen hat, dann sind die ab. Bei den Wimpernbändchen ist das halt so, dass man da eine längere Lebensdauer hat. Klar, wenn man jetzt jedes Mal tuscht, dann halt nicht ganz so lang. Und wenn man dann die Wimpern abnehmen möchte, vorsichtig, am besten mit einem Make-up-Remover, einen ganz sanften und auf dem Wattepad und dann einfach ein paar Sekunden draufhalten, vorsichtig, und dann runternehmen. Ja, dann hat man nämlich eine längere Lebensdauer der Wimpern. Das ist jetzt der Mascara, mit dem tusche ich jetzt einfach nochmal drüber. Das Ganze einfach noch intensiver und noch schöner wird. Auf der anderen Seite genauso, aber achtet darauf, dass die Wimpern wirklich trocken sind, also der Kleber trocken ist. Und das Ganze auch wirklich klebt. Jetzt zeige ich euch nochmal das Ergebnis. Das ist das Wimpernbändchen. Das sieht so aus. Und das sind die Einzelwimpern. Wie zufrieden seid ihr mit euren Wimpern? Sind Fake Lashes für euch eine Option? Schreibt mir eure Kommentare, ich bin neugierig. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert den Channel. Alle Infos zu den Produkten findet ihr in der Infobox. Ich freue mich, bis nächste Woche. Bis bald, ciao.